Ja, ich glaube, ein Fehler, den Rot-Grün gemacht hat in der letzten Legislaturperiode, ist, dass sie insbesondere die Kompetenzzentren für Inklusion, das waren Förderschulen, hier in Essen war das die Schule am Stehler Tor, die vor allen Dingen die Aufgabe hatten, Schulen, die sich um Inklusion kümmern wollten, zu beraten und Lehrerinnen und Lehrer darin zu unterstützen, Kinder mit besonderem Förderungsbedarf auch tatsächlich in den Regelbetrieb einer Schule zu integrieren, dass wir diese Schulen aufgelöst haben, obwohl der Inklusionsprozess erst gerade in Gang gekommen ist. Das, glaube ich, ist ein Fehler. Den kann man aber beheben, indem man wieder mehr Beratung für Lehrerinnen und Lehrer und für Schulen auch herstellt. Der zweite Fehler ist, glaube ich, gewesen, dass wir die Schulen, die vorher, bevor wir die Inklusion quasi in die Fläche gebracht haben, schon Spezialwissen hatten, insbesondere die Gesamtschulen bei den weiterführenden Schulen, dass wir denen, die Lehrerinnen und Lehrer, die im Inklusionsprozess erfahren waren, dass wir denen die so langsam aber sicher entzogen haben. Das heißt, es sind mehr Kinder auf die Schule gekommen mit Förderbedarf und dann aber weniger Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung gestanden haben. Und das müssen wir dringend wieder verändern. Also die, die die größte Erfahrung haben mit Inklusion, sollen auch tatsächlich wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer bekommen.